Ja, moin Mädels. Ihr wundert euch sicher, warum ich jetzt wieder, wenn euch das überhaupt auffällt, ne, heißt das, mit dieser einen Kamera vlogge. Das ist nämlich meine Vlog-Kamera. Und ja, das liegt daran, dass ich heute meine Vlog-Sperre sozusagen einmalig aufhebe, weil ja, es ein ganz besonderes Ereignis ist, sage ich mal. Und ich habe ja damals in dem Video gesagt, wenn es irgendwas anderes ist, wie Urlaub oder irgendwo hinfahren, dann könnte ich mir das überlegen. Und ja, heute ist es soweit. Wir sind eingeladen auf einen Geburtstag bei der lieben Fräulein Jasmin, die hier auch einen YouTube-Kanal hat. Ihr werdet sie mit Sicherheit alle kennen, aber ich verliebe sie trotzdem hier oder hier. Und ja, sie hat uns eingeladen, ganz lieb. Und ja, wir freuen uns schon wie Schnitzel und sind schon voll aufgeregt. Und jetzt ist gerade Samstagmorgen. Wir wollen jetzt gleich in ein paar Stunden losfahren. Und ich wollte mich jetzt fertig machen und dabei nehme ich euch jetzt ein Stückchen mit, würde ich sagen, und beginne so den Vlog. Und ja, dann gucken wir mal, was der Tag oder das Wochenende beziehungsweise ja, so bringt. Weil ja, wir übernachten dort einmal, also eine Nacht, weil das hat uns freundlicherweise angeboten, weil wir ja doch ein bisschen weiterfahren. Also das sind etwas über 3 Stunden von uns aus. Und ja, es wird wahrscheinlich ein bisschen später werden und wahrscheinlich werden wir Mädels mir verrückten Hühner, weil die liebe Katrin, die verlinke ich euch auch da oben, die kommt nämlich auch. Ja, die lerne ich dann auch heute zum ersten Mal kennen und wir werden mit Sicherheit auch was trinken wollen und so kann ich das auch, weil so muss ich halt nachts nicht ja, zurückfahren. Aber eine Sache noch, die ist mir nämlich jetzt gerade wieder eingefallen, in der Zeit, wo ich jetzt mal hier weitermache mit Eyeshadow Base. Ich stehe von Urban Decay natürlich, ne? Wie gesagt, nur das gute Zeug heute, extra für dich. Nee, ich will ja auch irgendwann mal gut aussehen, ne? Wie ich immer so schön sage. Wir haben gestern schon die Tasche gepackt. Ja, und wir haben nicht viel mitgenommen, ne? Weil sonst denkt die arme Jasmin, wir wollen einziehen. Deswegen habe ich gesagt, packt alles in eine Tasche von, zu den Kindern. Und das reicht dann. Wie gesagt, wir wollen ja nicht, dass man Schreck kriegt, ne? Aber so ein paar Sachen, wie was zum Schlafen und ja, Decken und sowas, das muss man dann ja doch schon mitnehmen. Und von daher. Aber wir haben jetzt alles in eine Tasche bekommen. Ja, das wollte ich damit sagen. Und Schminke habe ich auch nicht viel mitgenommen. Für morgen, wenn ich dann aufstehe, wirklich nur ein Alltags-Make-up. Ja, wozu dann auch irgendwann nochmal das Video kommen wird. Ich habe es ja schon abgedreht, aber ich komme halt nicht hinterher. Jetzt habe ich euch ja gestern die Reispfanne ja, hochgeladen oder online gestellt, spontan, ne? Weil ich gedacht habe, ja komm, zeigst du dir mir jetzt die. Und dann rückt das Video immer hinterher. Ich habe übrigens auch noch einen Style and Talk, also einen Pinsel und Plauder bei mir, ne? Habe ich auch noch in der Versenkung verschwunden von, keine Ahnung, Mai. Ich weiß gar nicht, wollt ihr das überhaupt noch sehen? Stimmt das mal hier oben ab. Oder schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr das überhaupt noch sehen wollt. Ich möchte das von meiner Festplatte, das bringt ja nicht. So, jetzt nehme ich hier von L'Oreal dieses Gel und mache meine Augenbrauen und dabei lasse ich euch jetzt nicht zugucken, weil diese Augenbrauen ist nicht meins. Und ja, sonst wird das Video auch wirklich zu lang und wir sehen uns dann, würde ich sagen, wenn wir losfahren. Genau. Mädels, wir sind jetzt schon im Auto und ich fahre jetzt auch schon. Ich habe mich jetzt nicht mehr bei euch gemeldet, weil ja, jetzt fängt es an, ein bisschen wieder die Polter. Bin jetzt gerade losgefahren und ja, wie gesagt, etwas über 3 Stunden zeigt er mir an und ich bin mal gespannt, ob die Straßen frei sind, weil bei uns in NRW haben ja gestern die Ferien angefangen. Und ja, viele werden unterwegs sein in den Urlaub, ne? Ja, das war jetzt übrigens mein Navi, weil, wie gesagt, ihr wisst ja, ne, ich habe eine Ortskenntnis wie eine besoffene Eidechse und, oder eine Orientierungsdings und ja, von daher brauche ich ein Navi auf jeden Fall, weil ich die Strecke noch nie gefahren bin. Ja, und ich würde sagen, jetzt fahre ich mal ein Stück weiter und dann melde ich mich im Verlauf. Blend euch wie immer in meinen Vlogs auch früher, ne, so ein paar ja, Ausschnitte ein, wo wir so lang fahren, damit es auch nicht langweilig wird für euch und ihr euch nicht nur mein Gequatsche antun müsst. Mein Gott. Gut, ich höre jetzt auf und melde mich dann später nochmal. Spätestens, ja, wenn wir da sind.
gefühlt 5 Stunden, wahrscheinlich auch noch länger. Wir haben hier jede Menge Spaß und ja, mein Make-up. Eigentlich ne Beauty, aber heute nicht. Egal. Und ja, ich habe euch ja gesagt, ne, dass wir bei der lieben Jasmin sind und die liebe Katrin ist auch da. Und ich schwenk mal rüber. Und dann einmal. So, ein Stück rüber, genau. Komm her, wir fischen. Die verstecken sich. Seht ihr das? So, ja, das ist cool. Ja, wie ihr seht, ne, haben wir jede Menge Spaß hier und ja, haben schon Tränen gelacht. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein bisschen weiter, Mädels. Leider ohne euch. Und essen Kuchen gleich. Und essen gleich Kuchen, ja. Ich bin immer noch voll vom Mittagessen, aber egal. Wir essen Kuchen, weil die Kinder haben sich Kuchen gewünscht und jetzt essen wir gleich Kuchen. Und guckt euch das mal an, ich muss euch das zeigen, ne? Da gar nicht. Herrlich. Guckt euch das mal an. Endlose Weiten. Grüner Weiden. Herrlich hier. Und das Wetter traumhaft, ne? Heute 28 Grad oder so haben wir. Und ein Träumchen. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier ein bisschen Spaß. Und vielleicht melde ich mich später nochmal. Mal schauen. So Mädels, da bin ich wieder. Ja, alone again. Ne? Wir sind zu Hause angekommen jetzt nach ja, gut 3 Stunden Fahrt. Es war eigentlich relativ okay. Wir sind gut durchgekommen im Gegensatz zu gestern, weil ja Ferienbeginn. Und die Autobahn war natürlich zu gehen Süden, ne? Wie man sich vorstellen kann. Und jetzt in Richtung Norden fast gar nicht. Also ich habe gar keinen Stau gehabt eigentlich. Und ja, wir waren noch ein bisschen länger unterwegs, weil ich habe mir was gegönnt. Ja, nach 3 Jahren, Mädels, ich schwöre es euch, ich habe es den beiden anderen Mädels schon gesagt, ne, Katrin? Nach 3 Jahren war ich zum ersten Mal wieder bei, Achtung Werbung, McDonald's. Und habe mir einen, beziehungsweise das hat schon mal mir, ne? Kindern natürlich auch bekommen. Ich fress mich allein. Habe mir einen Big Mac geholt. Ich werde jetzt dazu ja, noch Pommes machen. Weil ich gesagt habe, dann haben wir einen Burger und dann machen wir uns halt Pommes hier zu Hause. Und Getränk dabei. Weil, ja, nennt mich kniepig, aber ich sehe es irgendwie nicht ein. Für so ein Menü da so viel zu bezahlen, obwohl ich das halt zu Hause haben kann. Und diesen Big Mac. Oh, der riecht so gut, ne? Ich höre mich an wie so ein Junkie. Der ist gleich mir. Und da freue ich mich schon drauf. Wie gesagt, 3 Jahre lang. Ne? Ich esse selten von McDonald's. Also ich habe mal echt eine Phase gehabt, da war ich oft da. Gerade in der Ausbildung so, ne? Wenn du am Bahnhof bist und sowas. Aber jetzt mittlerweile gar nicht mehr. Aber jetzt habe ich irgendwie richtig Schmacht da drauf. Weiß ich nicht, kennt ihr sowas? Und Katrin meinte direkt, hol dir einen, ja, wenn du den brauchst und schick mir ein Foto davon. Und ja, ich werde dir ein Foto schicken, auf jeden Fall. Das wird jetzt im Anschluss gemacht. Ein Beweisfoto sozusagen. Ja, was kann ich zu dem Wochenende sagen? Es war wunderschön. Vielen lieben Dank nochmal an vor allen Dingen Jasmin und ihren Mann Christian, dass sie ja, das möglich gemacht haben. Es war ganz toll. Die Kinder hatten ihren Spaß. Die sind da rumgelaufen und das war einfach toll, ja. Und gestern Abend, ja, die Runde, ja, war super. Also, ganz ehrlich, ich habe schon lange nicht mehr, ja, so einen Spaß gehabt. Einfach. Ich bin zwar hundemüde und total im Arsch, kann ich euch sagen, aber, ja, es war geil. Und heute mache ich nicht mehr viel. Ich werde versuchen, vielleicht diesen Vlog zu schneiden, ne? Das ist ja nicht so lang. Also, ich habe es ja eben schon gesagt, ne, als wir noch da waren. Der wahrscheinlich kürzeste Vlog oder das kürzeste Video von mir überhaupt. Ich werde jetzt mal gucken, was ich an Material habe und werde das vielleicht noch zusammenschneiden, wenn ich ganz, ganz viel Bock habe. Vielleicht lege ich mich aber auch einfach auf die Couch und ja, keine Ahnung, bis vor mich hin. Ich weiß es nicht, ich habe morgen Gott sei Dank Dienst. Das heißt, ich fange erst um 10 Uhr an. Das bedeutet dann für mich halt, dass ich nicht so früh aufstehen muss. Meine Kinder haben ja Ferien und das kommt mir in dem Fall ja, ganz recht. Ja, Make-up-technisch, ne, vergisst mal die Tatsache, dass ich eigentlich Beauty-YouTube mache.
Weil ich glaube, da hat man eine Woche lang nicht viel von gesehen, aber ach, das war mir irgendwie scheißegal. Ich habe mir am Morgen ein bisschen Mascara rein ins Gesicht gepfeffert, ne? Ein bisschen Concealer. Und ja, die Augenbrauen halt. Ne? Das war mir egal, ja. Das war einfach so toll. Genau. So, jetzt essen wir aber wirklich und die Kinder haben auch schon gemacht. Ne? Und euch wünsche ich noch einen schönen ja, Restsonntag, beziehungsweise wenn ihr das Video guckt, vielleicht wenn ich schon morgen, am Restmontag, wie auch immer. Auf jeden Fall, ja, ich verlinke euch die beiden Mädels hier ne, im Laufe des Videos und auch in der Infobox, wenn ich dran denke. Schaut unbedingt bei denen vorbei, falls ihr sie noch nicht kennen solltet. Wir hatten echt mega viel Spaß und ja, das sind auch Menschen wie du und ich mag sowas. Ich müsste sagen, ich liebe sowas einfach. Ich, ja, keine Ahnung, kann ich nicht mehr viel mehr zu sagen, außer dass es einfach toll war und die Kinder fanden es auch toll. Und in diesem Sinne, ja, ich wünsche euch was. Macht euch einen schönen Tag und ja, wir sehen uns.